So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Madeleine Hempfling steht neben mir, parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die vorletzte Plenumssitzung läuft nächste Woche noch einmal, aber es gibt ja eine Vielzahl an Ergebnissen in dieser Woche. Bevor wir zu Einzelheiten mal nachfragen, warum geht sowas nicht früher? Ja, ich glaube tatsächlich, die schwierige Situation im Thüringer Landtag, die kennen ja alle. Wir sind jetzt kurz vorm Ende der Legislaturperiode und ich denke, da hat es bei dem einen oder anderen dann doch nochmal geklingelt und ihnen ist aufgefallen, dass es doch sinnvoll wäre, noch ein paar Gesetze, die auch schon länger im Thüringer Landtag gelegen haben, auch tatsächlich auf den Weg zu bringen, weil sie eben Sinn machen für die Thüringerinnen und Thüringer. Und ich glaube, der Druck der letzten Monate, die jetzt vor uns liegen, hat da, glaube ich, schon noch mal das eine oder andere bewegt. Das ist erstmal grundsätzlich gut, aber es wäre natürlich wünschenswerter gewesen, wir hätten das auch schon vor ein paar Monaten auf den Weg gebracht, dann wäre der Druck nicht ganz so groß gewesen. Und was ist in dieser Plenarsitzung aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Was sieht die Fraktion als gut und gelungen? Also am wichtigsten ist für uns natürlich das Kindergartengesetz, was wir heute auf den Weg gebracht haben, was Rot-Rot-Grün ja schon im letzten Jahr eingebracht hat, dass wir jetzt tatsächlich zu einer Schlüsselverbesserung beim Personal bei den Kindertagesstätten kommen. 1:12 war ja auch die Forderung aus der Zivilgesellschaft beziehungsweise von den Trägerinnen, von den Erzieherinnen. Da sind wir jetzt endlich weitergekommen. Ein bisschen Wehmutstropfen an dieser Stelle ist, dass wir das Zentrum frühkindliche Bildung leider nicht mehr im Gesetz stehen haben. Das war ein großer Wunsch von uns. Ich glaube, das wäre etwas, was wir dann auch in der nächsten Legislaturperiode angehen können. Aber diese Personalschlüsselverbesserung, die ist unfassbar wichtig für uns, für eine gute Kita-Landschaft, für eine Qualitätsverbesserung. Also das ist wirklich, da haben wir uns wirklich heute gefreut, dass das tatsächlich auch so durchgegangen ist. Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz haben wir modernisiert. Einerseits haben wir da Anpassungen vorgenommen, gerade zum Beispiel, wenn es um die Jugendpauschale geht für die Feuerwehren, die haben wir hochgesetzt. Aber wir haben auch in Bezug auf Zuständigkeiten, auf Helferinnengleichstellung dort ganz viel angefasst und haben da jetzt ein wirklich gutes und modernes Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Auch das war uns sehr wichtig, dass wir das noch durchbringen. Aktuell wird noch zum Ehrenamtsgesetz diskutiert, aber auch da sind wir auf einem guten Weg. Also das sind wirklich noch mal große Brocken. Wir geben den Schwimmbädern, den Kommunen mit Schwimmbädern noch mal in Bezug auf Corona-Hilfen Geld, um sozusagen da auch den Schwimmunterricht zum Beispiel nachzuholen. Also viele wichtige Dinge, die in diesem Plenum tatsächlich auch noch verabschiedet worden sind. Gut, und nächste Woche gibt es die allerletzte Sitzung in dieser Legislaturperiode. Mit welchen Wünschen, Hoffnungen auf Ergebnisse gehen Sie da rein? Naja, wir haben zum Beispiel es immer noch nicht geschafft, die Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz tatsächlich zu besetzen. Da sind wir gestern wieder gescheitert. Auch die Nachbesetzung des Verfassungsgerichtes hat nicht geklappt. Ich wünsche mir wirklich sehr dringend, dass wir alle klug sind und nächste Woche den Kandidatinnen, die dort auf der Liste stehen, auch unsere Stimmen geben, damit wir die wirklich wichtigen Teile, nämlich das Verfassungsgericht und die Parlamentarische Kontrollkommission, gut besetzt bekommen. Auch im Sinne einer wehrhaften Demokratie brauchen wir diese Institution und brauchen die auch gut besetzt. Das wäre ein großer Wunsch von mir und ich hoffe natürlich, dass wir nächste Woche auch noch die Sachen, die auf der Tagesordnung stehen, die Bauordnung ist noch drauf, wir haben die Wärmeplanung noch drauf, ganz wichtig für die Kommunen, aber zum Beispiel auch das Windenergiebeteiligungsgesetz, dass wir die noch gut durch das Plenum bringen und damit natürlich auch einen Schritt weiterkommen bei der ganzen Frage von Transformationsprozessen, die gerade in Thüringen einfach auch sehr virulent sind. Vielen Dank. Madeleine Hempfling, bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Einen schönen Tag. Ebenso.